Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher im Salamandra-Stützpunkt. Und mittlerweile habe ich jegliche Prognose aufgegeben, wann wir Kapitel 3 beenden werden. Ich habe es ja zweimal gesagt, zweimal hat es nicht funktioniert. Ich lasse es jetzt einfach mal. Was ist denn jetzt los? Was passiert denn da? Beim letzten Mal gab es ja eine epische Schlacht zwischen Salamandra und den Skoyatel. Azayavit ist erneut geflohen und nun ist nur noch der Professor übrig. Zweimal standen wir ihm bereits gegenüber, zweimal konnte er entkommen. Ein drittes Mal wird uns das hoffentlich nicht passieren. Ups. Ja, ich würde sagen, da hat Igni einen ganz guten Dienst erwiesen. So, Professor. So sieht man sich wieder. Euer Leben wird zweifellos bald enden und wie nutzlos es war. Ihr sollt mit dem Wissen sterben, dass ihr eine Verirrung der Natur wart. Ihr seid so voller Scheiße, Professor. Warum wollt ihr die Erschaffung neuer Hexer um jeden Preis verhindern? Die Antwort darauf ist ganz einfach. Ihr spürt, dass ihr keinen rechtmäßigen Platz auf dieser Welt habt. Ihr verdankt eure Existenz der Sphärenkonjunktion. Aber eure Schöpfer haben sich geirrt. Wisst ihr inwiefern? Erleuchtet mich. Sie konnten euch die Emotionen nicht nehmen. Ihr solltet Ungeheuer töten, ohne zu richten, zu philosophieren oder Zweifel zu hegen. Ihr seid nicht effektiv. So. Na, diese ineffektive, von Zweifeln geplagte historische Missgeburt ist im Begriff, euch zu töten. Lasst uns tanzen. Wie? Was? Wo? Wer? Nee. Es geht jetzt nur noch gegen den Professor. Und endlich mal wieder diese schöne Kampfmusik. Ihr habt triumphiert. Nur zu, euer unschätzbarer Hexerschatz wartet. Ihr habt, was ihr wolltet. Zeigt etwas Barmherzigkeit. Fragen kann man ja. Ihr könnt also Bolzen im Flug abwehren. Alles klar, wer immer sich gefragt hat, wann wir der Kikimorenkönigin begegnen werden, das ist die Antwort. Und die hat den Professor ja mal so richtig zerfetzt. Ich glaube, der Typ ist tot. Na, komm. Was packen wir denn jetzt da drauf? Na, ich glaube, das ist mal die Zeit dafür, ja. Und der Professor, man hat es ja gesehen, keine Chance im Zweikampf. Und der Typ ist, glaube ich, tot. Gibt es sonst noch was, was ich tun könnte? Ja.
Es wäre mal, glaube ich, Zeit für etwas Schwalbe. Das zerteile ich jetzt und los. So. Wie lange hält Waldkauz? Noch lange genug. Dann würde ich sagen, sind wir gewappnet. Na komm her. Wo steckst du? Na, was ist denn jetzt? Muss ich jetzt nicht gegen die kämpfen? War das jetzt schon wieder Verschwendung, was ich gemacht habe? Ich sehe hier gar nichts. Eine Kiste. Gut, dann benutzen wir einmal die Map. Wo sind wir denn? Direkt hinter uns geht's weiter. Oder auch nicht. Dann gehen wir halt nach da vorne. Gut. Ich dachte, wir müssen die jetzt besiegen. Hm. Ja, was? Jetzt doch? Na, da komm her. Okay. Ich habe das Viech unterschätzt. Ich bin still. Ich bin sowas von still. Ich bin absolut leise. Ich habe nie einen Ton gesagt. Darf ich mal fragen? Darf ich mal fragen, wie wir das Viech erledigen sollen, wenn das ein One-Hitten kann? Ich wollte eigentlich Igni drauf feuern, aber nicht mal das ging. Ich glaube, ich muss die gar nicht bekämpfen. Ich glaube, ich muss einfach nur weglaufen. Also wir machen es jetzt so. Wir laufen jetzt einfach weg. Oh, aber mit 60 FPS geht das nicht so toll. Ist ja gut. Stützen. Ja, genau, stützen. Ich könnte versuchen, sie umzuwerfen, um den Durchgang zu versperren. So langsam wird das ätzend. Also so langsam wird das richtig ätzend. Vielleicht muss ich die Stützen hier schon zerballern, direkt hier vorne. Ich muss die einfach mehr aufhalten, glaube ich. Versuchen, ja, sie umzuwerfen, um den Durchgang zu versperren.
alte Höhle begrabe, wirst du das niemals überleben. Komm schon, ich hab doch Waldkauz! Schneller! Schneller! Ah! Es reicht jetzt! Ich hab doch schon Waldkauz geschluckt, warum... Und trotzdem steigt die so langsam die Regeneration. Es ist zum Kotzen. Stützen. Ich könnte versuchen, sie umzuwerfen, um den Durchgang zu versperren. So, und jetzt laufe ich einfach. Die ganze Höhle begrabe. Wisst ihr das niemals? Wenn landet der ganze Stützpunkt der Salamandra auf meinem Kopf. Das wurde aber auch Zeit. Und die Kikimoran-Königin ist tot. Was für ein Viech. Wir als Hexer hätten selbst keine Chance gehabt, das Viech zu besiegen. Was ist denn da alles drin? Was hat denn die alles verschluckt? Ach, die hat den Professor gefressen. Orenz. Henkas Giftserum. Kikimoran-Königin Nerv. Spezialsubstanz. Dann. Buch des Wolverin. Kikimoran Zorn. Aha. Na, nimm das. Bericht des Professors. Diese Schriften geborgen aus dem Kadaver der Kikimoran-Königin. Mehr ist von dem Professor nicht übrig. Geralt, wir waren noch nicht fertig. Der Brief des Professors bereit zum Abschicken. Prinzessin Ada hat die Salamandra unterstützt. Moment. Ich fand merkwürdige Schriften in den Eingeweiden der Kikimora. Es scheint, dass Prinzessin Ada den Salamandra half. Ich muss hier raus. Ich werde es durch die Passage probieren, die sich bei der zweiten Erschütterung geöffnet hat. Moment. Aber Gott sei Dank. Ist der Scheiß mit dem Kampf jetzt auch mal vorbei? So. Nehme ich alles. Ich meine, dass der Wett dahinter steckte, irgendwie, das war fast zu vermuten. Der klebte ihr eh nur am Arsch, aber sie, ich meine, ihr Vater versucht, Rechte und Ordnung ins Land zu bringen und sie sabotiert ihn halt einfach eiskalt. Das ist schon hart. Aber gut, was will man machen? So, jetzt geht's raus, hoffentlich. Ich hätte wissen müssen, dass ihr herausfindet, wer die königlichen Siegel gefälscht hat. Es war ein Fehler, nur den Ungeheuertöter in euch zu sehen. Je besser man mich kennt, desto beeindruckender werde ich. Ist es möglich, dass ihr doch nicht alles rausgefunden habt? Wohl kaum. Ich weiß, dass ihr die Abwesenheit eures Vaters für einen Staatsstreich nutzen wolltet und dass ihr mit den Salamandra verbündet seid. Meine Pläne bleiben bestehen. Und ihr haltet mich nicht auf. Ich verurteile euch zum Tode. Das Urteil ist sofort zu vollstrecken. Euer Hoheit. Tut mir leid, Geralt. Das Gesetz schläft niemals. Als Verurteiltem steht mir ein letzter Wunsch zu. Ein letzter Kuss von euch.
Eine skandalöse Bitte. Doch der letzte Wunsch ist heilig. Nun gut. Wie ihr wünscht, Hexer. Er wurde teleportiert. Dafür wird jemand bezahlen. Ihr seid aus dem seltsamen Loch im Himmel gefallen. Kluges Mädchen. Mutter sagt, ich mische mich immer ein. Vielleicht. Ich weiß alles. Fragt mich. Ja, und endlich haben wir es geschafft. Wir sind mit Kapitel 4 angekommen. Endlich. Ach. Aber ich würde sagen, das verschieben wir auf nächstes Mal, dass wir sie das ganze Zeug fragen. Pass auf dich auf. Und dann geht es beim nächsten Mal ein doofes Spiel. Weiter in Kapitel 4. Tja, also, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde.